Koch für Österreich. Absprung war etwas zu spät. Und er bleibt stehen. Und er bleibt stehen. Das ist gegenüber, das ist das, das ist das. Okay. Wieder die Slowenen. Gerade eben mit Jakala war ein weiten Sprung gesehen und der ist auch nicht schlecht. Peter Priutsch. Hier in der F4 sicht, hier in der F3 sicht und jetzt hier die Japaner haben hier quasi Heimspringen. Und jetzt, sie würden damit ganz knapp in den ersten Durchgang, in den zweiten Durchgang kommen. In den zweiten Durchgang kommen die ersten 8, 9. und 10. fliegt raus. Bis jetzt würde es für die Russen reichen. Und die Deutschen wieder. Mann, da kommt man immer auf die Maustaste. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber das ist doch nice gemacht eigentlich. Sehr nice. Absprung sitzt. Oh, das könnte die. Das ist die Führung. Sie übernehmen die Führung. Ich verstehe gerade nicht die ganze Reihenfolge. Und die waren Zweiter. Die waren Zweiter. Jetzt müssen die hier einen guten Sprung nehmen, um auf die Slowenen weiter Punkte gut zu machen. Schade. Schade, schade, schade. Das wäre es noch gewesen. Ach, das war ja jetzt auch in diesem Sommer zum ersten Mal, dass eben bei der Sommer Grand Prix, dass es Team Cup gab, ja, aber das ist Team Cup nicht nur mit Männern war, sondern es kamen erstmal zwei Frauen und dann zwei Männer. Deswegen könnte man vielleicht auch hier in die Deluxe Jump 4, weil es ja auch Deluxe heißt natürlich, das war so schade, hätte man vielleicht auch Frauen einbauen können in Springer und denen vielleicht ein bisschen schlechtere Werte geben können. Aber trotzdem, natürlich werden alle mit Männern springen wollen, weil die natürlich weit fliegen wollen. Weit springen wollen, aber wäre doch auch interessant, mal denen so schwächere Absprungkraft, dann sind sie vielleicht dafür leichter in der Luft, aber das müsste man mal alles nochmal gucken, aber ich denke, das wird sowieso im Laufe der Entwicklung, wird es da sowieso noch alles hinzugefügt, ist natürlich nur die Frage, wann, weil es wäre doch auch mal interessant da, wäre doch mal sehr interessant. Und zu früh abgesprungen. Aber kommt über den K-Punkt, also über 120 Meter. Wäre mal höchst interessant. So. Ja, aber ich denke auch. Moment mal. Weil es gibt ja jetzt immer auf der Deluxe Studio 4 Forum immer diese, wo man voten kann, welchen Hügel man haben will, welche Schanze man haben will. Und da wollen alle halt, okay, also Harashov und Vika sind okay, das ist ja, aber zum Beispiel, wie kann ich das zum Beispiel als Beispiel geben? Ja, okay, eigentlich gibt es das Beispiel gar nicht, weil zum Beispiel, man sollte jetzt zum Beispiel, eine Schanze nehmen, die ein neues Profil hat und nicht eine, weil man sie zum Beispiel schön findet oder weil man da mal war, weil zum Beispiel TTC Neustadt. Das hätte ich zum Beispiel genommen, weil hat zwar auch HS142 für Kusamo, aber K125. Also das wäre wieder ein ganz anderes Profil und das wäre doch mal auch interessant zu springen. Zum Beispiel Vikersünd okay und Harashov, aber wir haben eigentlich Flugschanzen. Da sollte man jetzt vielleicht ein Siedel nehmen. In der Schweiz, ich glaube HS118 oder was, oder 115. Oder zum Beispiel, was könnte man noch nehmen? Ja, also will ich mal darüber Gedanken machen halt. Das ist natürlich richtig schade. Bei Aufwind, also für alle, die sich jetzt auskennen, bei Aufwind ist es so, man hat halt Aufwind, man hat bessere Bedingungen, weil der Wind von vorne kommt und so Auftrieb entsteht und die gehen dann höher.
Weil bei Leichtathletik und so ist es ja eher besser, wenn die Rückenwind haben, weil sie dann schneller werden. Ich weiß nicht, ich glaube, beim Skispringen werden die dadurch auch schneller für den Rückenwind, aber ich glaube, das bringt im Vergleich nicht so viel wie ein Aufwind. Und die haben ja auch beim Aufwind haben die ja auch niedrigere Gait, also die werden nicht so schnell. Ja, aber das ist natürlich gut, weil man merkt, auch bei Rückenwind gehen meistens gehen da die Flüge nicht so weit wie bei Aufwind. Genau, bei Rückenwind geht sie meistens nicht so weit. Und gestürzt, gestürzt, gestürzt. Naja. Und sollten wir wieder aufs Springen konzentrieren. Und nicht wieder aufs Quatschen. Anderes Sternen. Also am schwierigsten von den Schanzen. Was finde ich am schwierigsten? Villach ist schwer, aber bei Villach kommt man noch recht einfach über die Hillsides. Zakopane ist natürlich noch kleiner, da kommt man recht schwer über den Hillsides, aber man kommt so leichter an, so 93, 92 Meter. Da kommt man recht leicht, muss ich noch zugeben. Dann Planitzau, okay, da kommt man ganz leicht über den Hillsides. Oberstdorf ist auch richtig schwer, finde ich, über den Hillsides zu kommen. Okay, aber das ist auch normal. Und dann Kulm ist ganz leicht über den Hillsides zu kommen. Kusamo, ja, eigentlich geht's auch nur. Garmisch-Partenkirchen ist recht schwer über den Hillsides zu kommen. Dann Lillehammer finde ich es einfach. Sapporo eigentlich auch recht einfach. Lahti, also Lahti ist so das Mittelmaß. Oh, ich glaube, das geht auch. Lahti ist natürlich ganz schlecht. Lahti ist immer so das Mittelmaß. Und habe ich noch was verwechselt?